Hoi hoi, servus und herzlich willkommen zurück, ihr kleinen und großen Rabauken da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen immer noch Undertale Part 33 mit einem Deluxe neuen Thumbnail, ja? Das muss so sein. Für mich ist das eine Art Postgame. Wir befinden uns vor dem König. Letztes Mal haben wir ihn herausgefordert an dieser Stelle. Und wurden dann überrascht von Flowey. Übrigens, ich bin erkältet. Ganz wahnsinnig sogar. Mehr als in den letzten Parts. Und falls man mich nicht ganz so versteht, das liegt an dieser Erkältung. Nachdem wir Flowey besiegt haben, hat er uns so einen kleinen Hint gegeben. So einen Tipp. Dass wir noch einmal zu Alphys gehen sollten, weil wir hätten bessere Freunde werden können. Und das fehlt uns noch für ein ganz tolles Ende. Wir hatten schon eins, jetzt kommt das nächste. Ring, ring, ring. Hey, hier ist Undyne. Klappe, Papyrus, das war deine Idee. Mensch, du musst für mich etwas abliefern. Bitte natürlich. Ich bin in Snowdin vor Papyrus Haus. Man sieht sich, du kleiner Rabauke. Glück, Glück. Schön. Gut, das ändert sich jetzt eben. Tralalala, möchtest du mitfahren? Ja, möchte ich. Nach Snowdin. Und das machen wir jetzt alles noch in dieser einen halben Stunde oder so. Und dann zeige ich euch noch Secrets, bevor wir dann nochmal den König herausfordern. Und Flowey ist ja uns jetzt durch die Lappen gegangen. Also existiert Flowey immer noch. Und das war ja letztes Mal ordentlich, was, ne? Ha, komm mal wieder vorbei, Junge, du. Dann kriegst du einen Snickers. Da hat sich noch nichts geändert. Es gibt so viele Fanmade-Sachen von diesem Spiel. So Fanmade Bosskämpfe und so. Es gibt nochmal zwei reguläre Bossfights in diesem Spiel, welches ich euch auch nochmal so demonstrieren und zeigen kann. Gut, dann schauen wir mal. Wir waren schon so lange nicht mehr hier und diese freundliche Musik und alles. Sind wir hier richtig? Ich frage erstmal Papyrus. Ich rein, Undyne hat etwas für dich. Sie also, nicht ich. Ja, das ist, kannst du wissen. Hey, ich möchte dir etwas geben. Aber du trägst viel zu viel mit dir mit herum und so. Das hättest du mir vorher sagen können. Na dann. Würde ich gerne an mein Handy und mein Sternparfait abgeben. Also ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich möchte, dass du diesen Brief abgibst. Er ist für Dr. Alphys. Wie? Warum ich ihn nicht selbst abgebe? Naja. Es ist ziemlich persönlich, aber wir sind Freunde. Also, ich verrate es dir. Hotland ist furchtbar. Ich möchte da nicht mehr hingehen. Es ist ja zu heiß, ja? Also, hier, bitteschön. Du erhältst Undynes Brief. Oh, und wenn du ihn liest, dann töte ich dich. Vielen lieben Dank. Du bist der Beste. Schemas. Kann ich das gucken? Also gucken. Undynes Brief einfach. Info. Nee, ich wage es nicht. Jetzt dolcht mir so die Frage auf, ob ich jetzt zum Schneemann gehen sollte. Wegen dem Schneemann-Teil? Nein, das mache ich auch bei den Secrets. Ihr habt es nicht überstimmt, Community, ihr habt vollkommen recht, wir sollten weitermachen. Unglaublich, ihr seid einfach Dufte. Natürlich wollen wir mitfahren, wir wollen wieder zurück. Mit Highspeed.
Tralalala. Hüte dich vor dem Mann aus der anderen Welt. Ich kann es mir schon vorstellen, welcher. Aber den werden wir wahrscheinlich so auch nicht treffen. Das wäre auch so ein Secret. Wie heißt er? Gester. Gester. Schaut euch dazu ein Video an, ha? Am besten. So. Speichern wir mal. Der Anblick. Dieses schöne Labor. Es ist so entschlossen. Meines Wissens ist es hier zu plötzlich. Die Tür hat keinen Briefschlitz. Brief darunter schieben? Nein! Natürlich. Schiebe! Schiebe! Du schiebst den Brief unter die Tür und klopfst an. Nein! Ist das ein weiterer Brief? Ich möchte ihn nicht öffnen. Kannst du ihn nicht zurückschieben? Nein, ich kann es so nicht weitermachen. Dieser Brief, den lese ich. Er ist ziemlich stark zugeklebt, oder nicht? Warte einen Moment. Nice. Hey, wenn das ein Witz ist, dann... Oh mein Gott. Hast du diesen Brief geschrieben? Er hatte keine Unterschrift, also wusste ich nicht, wer ihn... Andein, du Knödel. Oh mein Gott. Oh nein. Das ist sehr charmant. Und ich wusste gar nicht, dass du so schreiben kannst. Es überrascht mich nach all den blöden Dingen, die ich tat. Eigentlich verdiene ich keine Entschuldigung. Und noch weniger... Das... Und dann auch noch so leidenschaftlich. Was steht da drin? Weißt du was? In Ordnung. Ich bin dabei. Für was? Für was, Mädchen? Oh Gott. Sadomas oder was? Oh nee. Oh nee, Junge, dafür bin ich ja gar nicht bereit heute. Ich bin krank. Das ist doch das Mindeste, was ich zur Wiedergutmachung tun kann. Wiedergeburt. Ja, lass uns daten. Okay. Date startet. Startet? Entschuldige, ich muss mich noch anziehen. Ui, also Dr. Office, also, das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich sitze doch nur hier mit der Unterhose. Mit den lustigen Entchen drauf. Ja, ich habe auch eins mit Entchen jetzt. Wie sehe ich denn aus? Das Parfüm, ist es auch gut für dich? Ist es schön? Ja. Meine Freundin hat mir geholfen, dieses Outfit zu wählen. Sie hat einen guten Sinn für... wie auch immer. Ziehen wir es durch. Date startet nun. Warte. Als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich war so verrückt. Verwirrt, verrückt. Bah. Wir können das Date doch noch nicht beginnen. Date stoppt? Ich muss dir erst Items geben, um deine Zuneigung zu steigern. Das erhöht die Chance, dass das Date ein Erfolg wird. Das ist noch verrückter als das mit Baberos. Richtig? Wie auch immer, keine Sorge, ich bin vorbereitet. Ich habe mir ein Geschenkvorrat für so ein Date angelegt. Als erstes habe ich ein wenig Metallpolitur. Das ist so sexy. Vielleicht kannst du das nicht nutzen, aber ich habe hier ein wenig wasserdichte Creme für deine Schuppen. Ach, schön, dass du dran denkst. Deine Schuppen? Wie wäre dieses Reparaturset für magische Speere, dass Hey, vergessen wir die Items. Beginnen wir einfach mit dem Date. Date startet.
Ja, lass uns daten. Magst du Anime? Ja. Hey, ja, ich auch. Hey, lass uns irgendwo hingehen. Aber was wäre ein guter Ort für ein Date? Ich habe es. Gehen wir auf die Müllhalde. Da wären wir. Hier gehen Undane und ich immer hin. Wir finden hier immer ganz tolle Sachen. Ha, sie ist wirklich, wirklich, Oh, nein. Das da drüben ist sie. Oh Gott, jetzt kommt noch eine dritte Person dazu. Das wird ja... Ich kann mich nicht zeigen lassen, wenn ich dich date. Warum? Weil, naja. Nein, da kommt sie. Sie versteckt sich? Also, Andena, du hast dich aber auch rauspfeffert, du Mädchen. Was hatte die eigentlich alle vor an diesem Tag? Frage ich mich. Ich wollte doch eigentlich Let's Playen hier und so. Meine Güte. Hey, da bist du. Ich, dachte, wenn du den Brief auslieferst, ist das vielleicht eine schlechte Idee. Hör, wie sie guckt eigentlich. Ich hab Angst. Ich werde das erledigen. Gib ihn mir. Wie, du hast ihn nicht? Hast du sie wenigstens gesehen? Oh Gott, wie sie zittert. Ich sag einfach... Ich weiß nicht, wie ich damals geantwortet habe. Ich sag einfach mal ja. Weil irgendwann muss es mal auf den Punkt gebracht werden. Ja. Sie muss hier irgendwo sein. Danke, ich werde mich umsehen. Oh, oh mein Gott. Naja, es ist offensichtlich, was? Ich mag sie wirklich. Ich meine, mehr als andere Leute. Tut mir leid. Ich dachte mir, weißt du, es wäre vielleicht nett, eine Art Fake-Date mit dir zu haben, damit du dich besser fühlst. Wenn ich es so herumdrehe, klingt es sogar noch schlimmer. Es tut mir leid, ich habe es wieder vermasselt. Undyne ist die Person, die ich wirklich daten möchte. Wie süß. Aber ich denke, sie spielt in einer anderen, höheren Liga. Nicht, dass du nicht cool wärst, aber Undyne, sie ist so selbstsicher und stark und witzig. Und ich bin bloß ein Niemand. Eine Schwindlerin. Ich bin die königliche Forscherin, aber alles, was ich tat, ist, Leute zu verletzen. Ich habe ihr so viel Lügen erzählt, sie denkt, ich wäre viel cooler, als ich wirklich bin. Wenn wir zusammenkommen, wird sie die Wahrheit über mich erfahren, dass ich langweilig bin und so. Ihr mögt beide Animes, es gibt nichts Schlimmeres. Was soll ich nur machen? Lüge weiter, sage ihr die Wahrheit. Sage es ihr jetzt. Die Wahrheit? Aber wenn ich ihr das sage, hasst sie mich bestimmt. Nein, sie liebt dich doch auch. Mensch, nochmal. Aber, tja, mal schauen, was rauskommt. Ist es andersherum nicht besser? Mit einer Lüge leben, bei der beide glücklich sind? Oder mit einer Wahrheit, bei der niemand glücklich ist? Es heißt immer, sei du selbst. Aber ich mag mich selbst nicht besonders, das habe ich schon gemerkt. Ich wäre lieber jemand, der von den Leuten gemocht wird. Ich glaube, jeder mag dich. Du glaubst es nur so. Nein, du hast recht. Jeden Tag habe ich Angst. Angst davor, was passiert, wenn die Leute die Wahrheit erfahren. Dann sind alle nur wegen mir verletzt. Aber wie kann ich anderen die Wahrheit erzählen? Ich habe einfach nicht das Selbstvertrauen. Ich werde es nur vermasseln. Wie kann ich das nur üben?
Lass uns Rollenspielen spielen. Das wird jetzt ganz verrückt. Und natürlich mit Rollenspielen. Für mich ist beides ein und dasselbe. Rollenspielen? Jawohl, ich bin Link und du bist Ash Ketchum aus Alabastia. Das hört sich sogar ziemlich spaßig an. Okay, wer von uns spielt Undyne? Du bist Undyne, ich bin Undyne. Ich glaube, letztes Mal habe ich gesagt, ich bin Undyne. Aber vielleicht soll sie mal Undyne sein. Ich? Undyne? Okay. Ich sage, was ich denke, dass sie sagen würde und du zeigst mir, was ich machen soll. Hey, Alvis, du siehst heute gut aus. Ich muss jetzt gerade schmunzeln. Was ich oft platonisch sage, denn ich würde dich niemals mögen. Jo, du bist eine echt heiße Puppe. Hey, Undyne, können wir reden? Was? Ey, Alvis? Was ist in dich gefahren? Heiße Puppe, wie nennst du mich? Als erstes bin ich ein Puppenritter. Kapitän der Puppen. Behandle mich mit Respekt oder ich strecke dich nieder. Jetzt tue ich so, als würde ich einen großen Felsen ohne Grund heben. Wie auch immer. Was wolltest du sagen, Alvis? Alvis, küss dich. Undyne, die Wahrheit erzählen. Ja, ich möchte jetzt nicht zu forsch sein, aber ich weiß nicht, was rauskommen wird. Und ich würde jetzt noch mal sagen, das hier. Was? Also hast du mich die ganze Zeit belogen? Alvis, ich kann es nicht glauben. Du wertlose Schleimerin, wie kannst du unsere Freundschaft nur verraten? Und das, nachdem ich dir so sehr vertraut habe. Alvis, ich werde dich niemals lieben. Du wirst nie meine leidenschaftliche Umarmung spüren. Ich, Undyne, werde dich niemals mit meinen tollen Lippen küssen. Was hast du gerade gesagt? Undyne? Ich habe nur... Hey, wow, warte eine Sekunde. Deine Kleidung ist echt süß. Was ist der Anlass? Warte eine Sekunde. Habt ihr beiden ein Date? Ja. Ich meine, nein. Ich meine, wir haben eins, aber... Wir sind romantische Rollenspieler als Undyne. Was? Ich meine, Undyne, ich hab dich angelogen. Was? Über was? Alles. Ich hab dir gesagt, dass Algen zu schnell weggegangen sind und Eiscreme auch nichts fürs Gesicht ist und Maschinen nicht die wahre Liebe ersetzen können, Filme auch nicht und alle Animes. Eigentlich will ich nur dich, nur dich, nur dich, nur dich, nur dich. Und weißt du noch, als ich sagte, ich wäre mit dem Handy nicht zufrieden, ich habe nur Frozen Joghurt gemacht. Ach, Alvis. Ich wollte dich nur beeindrucken. Ich wollte nur, dass du denkst, dass ich cool und intelligent wäre. Dabei war ich nur ein einsamer Nerd. Alvis. Oh, sie tätschelt sie. Och ja. Undyne, ich denke, du bist wirklich cool, okay? Oh, sie umarmt sie auch noch. Ach, schön. Hab ich doch noch alles richtig gemacht. Okay. Genau. Alvis, ich denke, du bist auch cool. Aber du musst wissen... Das meiste, was du gesagt hast, kümmert mich nicht. Mir ist es egal, ob du kindische Cartoons anziehst oder Bücher liest. Für mich ist das alles nur nerdisches Zeug. Was ich an dir mag, ist, dass du leidenschaftlich bist. Du bist analytisch. Was auch immer los ist, du kümmerst dich darum. Zu 100% mit maximaler Energie.
Du musst mich also nicht belügen. Ich möchte nicht, dass du irgendwen noch einmal belügen musst. Alphys, ich möchte dir dabei helfen, mit dir selbst glücklich zu werden. Und ich habe da genau das richtige Training für dich. Undyne? Du willst mich trainieren? Wie ich? Na, Papyrus wird das erledigen. Bring mir diese Knochen zum Schwitzraum. Es ist Zeit, 100 Runden zu joggen und zu brüllen, wie toll wir sind. Bereit, ich werde gleich die Stoppuhr starten. Undyne? Ich gebe mein Bestes. 1 und 2 und 3 und 4. Oh mein Gott, sie hat nur Witze gemacht, richtig? Die Cartoons, diese Comics, die sind doch echt, oder nicht? Anime ist echt, richtig? Anime ist nicht echt. Anime ist echt! Ich wusste es. Gigantische Schwerter, magische Prinzessinnen, hier komme ich. Danke, dass du dich um Alphys gekümmert hast. Ich konnte zwar nicht sagen, was ich wollte, aber scheint, als würde es ihr bald besser gehen. Naja, ich gehe dann mal und hole die anderen ein. Man sieht sich. Und jetzt bin ich mehr oder weniger verwirrt und befinde mich auf der Müllhalde. Das war ein Date, ich sag's euch, ne? Königliche Unrat hier. Nun, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr eben dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bye. Denkt daran, Dating ist verdammt geil.